Gerber für die CDU-CSU. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Neben unserem Antrag zum Bevölkerungsschutz beraten wir heute auch erneut unseren Antrag zum Thema Anpassung an den Klimawandel. Denn er hat in den letzten 14 Monaten seit Einbringung leider nichts an seiner Aktualität verloren. Ganz im Gegenteil. Was ist seither regierungsseitig zu dem Thema passiert? Die Koalition hat sich bei ihrem Prestigeprojekt, dem Heizungsgesetz, fast zerlegt. Und die Menschen, die beim Thema Klimaschutz mitgenommen werden müssen, in maximale Unruhe versetzt. Das Heizungsgesetz sollte im Eilverfahren hier durch den Bundestag gepeitscht werden. Aber das Klimaanpassungsgesetz, mit dem wir Schäden vermeiden können und auch Menschenleben retten könnten, wird 2 Jahre lang nicht vorgelegt. Das ist für mich vollkommen unverständlich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die vergangenen Sommer haben uns vor Augen geführt. Der Klimawandel hat direkte Auswirkungen, auch bei uns in Deutschland. Hitzeperioden, Überschwemmungen, Starkregenereignisse führen zu Schäden, Leid, ja sogar zu Todesfällen. Das hat uns die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, aber auch in Teilen Bayerns und in vielen anderen Regionen unseres Landes erschreckend gezeigt. Das wurde hier auch von Vertretern der Ampelfraktionen zu Recht festgestellt. Aber man muss daraus dann die entsprechenden Konsequenzen ziehen und die entsprechenden Gesetze auch vorlegen. Neben der Reduktion von schädlichen Klimagasen, die wichtig ist, ist eben die Anpassung an den bereits stattfindenden Klimawandel die zweite wesentliche Säule unserer Klimapolitik. Wir müssen in allen Lebensbereichen, in der Stadtentwicklung, beim Waldumbau, beim Hochwasserschutz, der Bewässerung resilienter, widerstandsfähiger werden. Und darum haben wir als CDU und CSU in unserem gemeinsamen Wahlprogramm ein nationales Klimaanpassungsgesetz zur Daseins- und Zukunftsvorsorge gefordert. Nach 2 Jahren des Stillstandes hat die Ampel diese Idee nun endlich aufgegriffen und einen entsprechenden Referentenentwurf vorgelegt. Herr Kollege Ebner, da brauchen Sie gar nicht lachen. Das ist Fakt. Nach 2 Jahren wurde jetzt endlich dieses Gesetz als Entwurf vorgelegt. Es ist aber immer noch nicht im Kabinett verabschiedet. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampelfraktionen, die Katastrophe im Ahrtal ist jetzt schon 2 Jahre her. Wir dürfen doch keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen das Thema Klimaanpassung endlich gemeinsam mit den Ländern und Kommunen voranbringen. Das Klimaanpassungsgesetz soll nun einen Rahmen schaffen und überprüfbare und messbare Ziele definieren. Wichtig ist aber auch, dass das Gesetz mit den entsprechenden Maßnahmen unterlegt wird. Unser Antrag enthält hier ganz konkrete Vorschläge, die nicht nur auf Soforthilfe und Wiederaufbau, sondern auch auf Vorsorge gerichtet sind. Besonders wichtig ist der Ausbau des Hochwasserschutzes, die Erstellung von Gefahren- und Risikokarten für lokale Starkregenereignisse und das Schwammstadtkonzept, das bei der Förderung des Bundes auch stärker berücksichtigt werden müsste. Gerade im Baubereich war die Inflation im vergangenen Jahr mit rund 17% besonders hoch. Und was macht die Ampel? Sie stockt die Städtebaufördermittel hierfür nicht auf. Das Gegenteil wäre doch notwendig, meine sehr geehrten Damen und Herren. In Regionen, in denen das Wasser fehlt, ist das Thema Speicherung von Wasser an strategisch günstigen Punkten ein ganz wichtiger Aspekt. Auch der Anfang 2021 eingeschlagene Reformweg des Katastrophenschutzes muss konsequent weitergeführt werden. Wir haben dazu einiges gehört. Das sind nur einige Maßnahmen, ganz konkrete Maßnahmen, die wir vorgeschlagen haben. Ich komme zurück auf den Gesetzentwurf, meine Damen und Herren. An diesem Entwurf ist aus unserer Sicht schon positiv zu bewerten, dass es einen Kontroll- und Nachsteuerungsmechanismus geben soll. Dabei müssen aber auch die Bundesländer und die Kommunen mitgenommen werden. Und jetzt muss ich an der Stelle aber noch eines loswerden. Beim Klimaschutzgesetz, da weichen Sie den entsprechenden Kontrollmechanismus auf. Ja, ich möchte es noch mal betonen. Eine Bundesregierung unter Beteiligung der Grünen weicht den wirkungsvollen Kontrollmechanismus des Klimaschutzgesetzes zu den Sektorzielen auf, den wir als Union 2019 auf den Weg gebracht haben. Das ist doch verkehrte Welt, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von den Grünen. Und wir sind gespannt,
wie Sie sich dazu jetzt verhalten werden, auch im Gesetzgebungsverfahren. Unsere sehr konkreten Vorschläge zum Klimaanpassungsgesetz liegen auf dem Tisch. Wir werden das Gesetzgebungsverfahren konstruktiv begleiten. Wir haben ja schon vor 14 Monaten einen entsprechenden Antrag dazu eingebracht. Und wir hoffen, dass es dieses Mal ein ordnungsgemäßes Verfahren auch zu diesem Gesetz gibt und dass die Ampel vielleicht auch einige unserer guten Vorschläge dann aufgreift. Vielen Dank. Das Wort hat Harald Ebner für die Fraktion.